Ach ja, Freunde, der Cube wieder hier und diesmal erkläre ich euch, wie man Audioeinstellungen kurz vorweg in PUBG auf der PlayStation einstellt und dann erkläre ich euch die Steuerung, da das extrem oft gefragt wird und ich immer wieder auf YouTube sehe und auch in der Kommentarsektion, dass viele gar nicht wissen, wie man was umstellt, wie was funktioniert und sich viele doch sehr schwer tun, was man auch verstehen kann, denn es ist eine ziemlich komplexe Steuerung und die auf so einem Controller ist nicht so einfach. Fangen wir einfach mal an, wie kann ich die Audio einstellen, denn dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, wenn ich auf die Audioeinstellungen gehe, habe ich bei dem 30-Euro-Titel, den ich mir gekauft habe, nur eine Musikeinstellung, ob die ein oder aus sein soll. Oder gibt es einen ganz einfachen Trick, der ist eigentlich idiotensicher. Ihr drückt die PS-Taste, das habe ich jetzt schon gemacht, und ihr geht einfach in eine Party. Ihr erstellt einfach eine Party. Privat, mit Freunden, allein, ist ja scheißegal, was ihr macht, aber die Party ist aktiv. Dann haltet ihr die PS-Taste gedrückt, geht hier auf Party und geht auf den Audio-Mix anpassen. Dann drückt ihr halt X auf den Audio-Mix anpassen und könnt mit dem linken Cursor nicht zur Party gehöriges Audio und Party-Audio. Umso höher euer Party-Audio ist, umso leiser wird automatisch der PUBG-Sound, der Ingame-Sound. Und das war vor allem für mich sehr wichtig, wenn ich das Spiel streame, weil der Ingame-Sound sonst so laut ist, dass ihr es kaum versteht, gerade wenn geschossen wird. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass das gerade noch nicht geht, allerdings haben sie daran gedacht, den Flugzeug-Sound leise zu stellen, weil ihr kennt das vielleicht vom PC, der war am Anfang abnormal laut und da konnte man auch den Flugzeug-Sound nicht einstellen, darum waren viele Streamer und YouTuber dazu gezwungen, den Sound komplett zu muten, während das Flugzeug, also während man eben an der Anfangsphase im Flugzeug ist. Das hat man ja auf dem PC geändert. Ich gehe auch davon aus, dass es davon irgendwann ein Patch auch auf der PlayStation geben wird, um die Audioeinstellung einzeln anzupassen. Das hoffe ich zumindest. Und jetzt sehen wir uns auch schon in-game, um zu gucken, wie die Steuerung funktioniert. Aha! Auf Wiedersehen, Freunde! Damit erkläre ich euch die Steuerung. Ist auch ganz gut, dass hier gleich eine Leiche liegt. Wir gehen erstmal kurz ins Haus. Also, passt auf. Ihr habt ja die Möglichkeit, und ich denke mal, das ist, wir fangen erstmal mit dem Einfachsten an, bestimmte Dinge einfach nur aufzuheben. Das macht ihr ganz normal einfach mit der Vierecktaste, wenn irgendwas vor euch liegt. Einfach mit der Vierecktaste was aufnehmen. Aber ihr möchtet jetzt zum Beispiel jemanden looten. Ihr wisst nicht, ob jetzt jemand in der Nähe ist und sich einfach hinzulegen. Kann funktionieren, muss aber nicht. Aber wenn man jetzt einfach nur so dasteht und dabei lootet, ist das auch schlecht. Ihr habt einmal die Möglichkeit, die Optionstaste zu drücken. Wenn ihr die Optionstaste einmal gedrückt habt, könnt ihr euch ganz einfach dabei bewegen. Ihr dürft euch nur nicht zu weit wegbewegen. Dann passiert das. Ihr müsst aber keine Panik kriegen, einfach wieder rangehen. Und dann erscheint das links auch wieder. Neben steht es ja da. Das macht er damit. Und dann einfach immer ein bisschen versuchen, so hin und her. Jetzt nicht so krüppelhaft wie ich. Zack, zack. Dann nehmen wir uns hier alles auf, was der hatte. Hier noch eine Schrotflinte. Einfach dem anderen suggerieren, okay, ihr seid noch voll da. Mit der Kreistaste das Ganze quittieren. Schnell weg, öffnen, fertig. Ich gebe euch gleich mal einen Tipp, denn wenn ihr die L2-Taste einmal antippt, für alle, die das nicht geändert haben, die zielen jetzt. Wenn ihr in den Einstellungen weiterhin Modus A habt und ihr haltet L2 gedrückt, passiert nichts. Ihr zielt nicht. Ich habe das jetzt so, ich halte L2 gedrückt, wie in jedem anderen Shooter auch, und ich aime. Ich lasse los, das Aim geht weg. Wie macht ihr das? Das ist im Prinzip ganz einfach, das könnt ihr auch in-game ändern. Wenn ihr jetzt in die Option geht, steht auch unten rechts, haltet ihr die Optionstaste danach gedrückt und seid in den Einstellungen. Dann seid ihr hier in den Controller-Einstellungen und ihr steht auch unten links, voreingestellte Controller-Zuweisung ist Controller-Zuweisung B. Jetzt gehen wir in die normalen Einstellungen und hier habt ihr voreingestellte Controller-Einstellungen und ich habe es auf B gestellt. Auf A kann ich nicht empfehlen, ich meine, man kann sich dran gewöhnen, ja, ich finde B im Wesentlichen besser. Hier unten die ganzen Einstellungen, ich finde, da muss jeder so sein eigenes Ding finden. Ich lasse das immer auf 5, denn ihr habt kein Aim Assist, da müsst ihr euer eigenes Ding finden. Da gibt es nicht das Video, was euch jetzt sagt, mit den Einstellungen ist das übertrieben geil. Und ihr seht auch, dass man jetzt einfach auch mit der Vierecktaste das einfach anlegen kann und dann habt ihr das auch. Mit Viereck gedrückt halten, ladet ihr ganz normal nach, ne, das ist ganz klar. Und den Feuermodus, den wechselt ihr mit der linken Pfeiltaste. Je nachdem, was der hat, seht ihr auch, könnt ihr den Pfeil ändern. Die Tab-Taste ist, denke ich mal, die Karte, das ist relativ klar. Die Kreistaste ist für ein Ducken, man legt sich hin, wenn man die Taste gedrückt hält. Jetzt vielleicht noch was, was vielleicht den einen oder anderen auch interessiert. Wie werfe ich denn eine beschissene Granate? Pfeiltaste nach rechts, ihr seht, unten rechts, jetzt wird das hell. Jetzt nochmal zum Vergleich, ich drücke die Dreiecktaste, jetzt ist die Waffe ganz unten heller
als die anderen beiden, die sind ausgegraut, drücke ich einmal Dreieck, wechsle ich auf die Schrotflinte, meine Sekundärwaffe ist jetzt heller. Und wenn ich die Pfeiltaste nach rechts drücke, dann habe ich die Granate. Bei der Granate habt ihr aber auch wieder eine Auswahl. Entweder ihr werft normal mit R2 oder ihr drückt davor einmal die L2-Taste. Denn wenn ihr jetzt normal werft, dann wirft er ja so über die Schulter. Ihr könnt aber auch einmal L2 drücken, jetzt seht ihr schon am Handgelenk, dass er das verändert. Denn wenn ich jetzt werfe, wirft er unten aus dem Handgelenk. Das ist gut, wenn ihr eine Granate einfach nur rollen wollt und nicht so weit werfen wollt, sondern der Gegner ist relativ weit vor euch, dann verwerft ihr das Ding halt nicht so weit. Sonst würde ich immer empfehlen, wenn ihr hier dran seid, und da ist jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel Munition und eine Waffe, und ihr wollt aber nur die Waffe haben, oder keine Ahnung, da liegt irgendwas, oder liegt aber ganz viel, und das kommt hier nicht ewig, dann eiert da nicht rum, wenn ihr es eilig habt. Drückt die Optionstaste, das könnt ihr einfach machen, ich zeig das mal. Ihr kommt jetzt hier angerannt, drückt die Optionstaste, ihr könnt dabei weiter rennen. Jetzt habt ihr das hier schnell drauf, was ihr haben wollt. X für dir direkt das Ausrüsten, Viereck, um es auch direkt zu nehmen, hier, ne, und so weiter und so fort. Jetzt kommt doch schon die Zone, und vor allem nie die Zone aus den Augen verlassen. Ich bin ihm überlegen, er hat loste Reflexe, Digga. Sag ich ja. Okay. Kommen wir schnell mal zum Ausrüsten. Wie gesagt, wenn ihr Viereck gedrückt haltet, dann rüstet ihr auch das direkt schnell aus. Das zum nächsten. Aber was ich eigentlich noch erklären wollte, ist natürlich, wie rüstet man denn eine Waffe aus? Im Prinzip mit R1 könnt ihr hier durchs ganze Menü switchen. Mit Viereck könnt ihr das dann schnell ausrüsten. Wenn ihr es einmal drückt, dann geht das direkt an die erste Waffe, die ihr wollt. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, ihr wolltet das jetzt gar nicht an der Knifte haben. Wieder die Optionstaste rücken, mit R1 könnt ihr komplett weg. Ihr wolltet jetzt dieses Magazin aber gar nicht auf der Uzi haben. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, fallen lassen, alle fallen lassen oder Slot wechseln. Über Slot wechseln, zweimal X drücken, wechselt ihr die Waffe, wo sie gerade eben in eurem Inventar befindet. Und wenn ihr Viereck gedrückt haltet, ist das wieder weg. Da könnt ihr das natürlich hier, ihr seht es ja auch, einmal X drauf drücken. Dann seht ihr auch, an welche Waffe ihr das dran packen könnt. Ich kann es jetzt in dem Fall auch nur an diese Waffe dran packen. Und wie gesagt, ihr seht es dann auch unten links. Alle Aufsätze ablegen, zack, und weg ist die Waffe. Das Einzige, was ich jetzt nicht rausgefunden habe... Ja, Kumpel, jetzt halt mal die Gusche. Was der gute Mann euch in diesem Video jetzt noch versucht, da hinten im Hintergrund irgendwie schmackhaft zu machen und zu erklären, ist, wie man Aufsätze einzeln von einer Waffe entfernt. Das allerdings habe ich nach Minuten und stundenlang rumprobieren einfach nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich zu doof dazu bin, ich finde auch nichts darüber. Ich bin derzeit tatsächlich der festen Überzeugung, dass du nur von einer Waffe alle Aufsätze gleichzeitig entfernen kannst und dies nicht einzeln machen kannst. Sollte jemand wissen, wie das geht oder ob das überhaupt möglich ist, dann schreibt das bitte in die Kommentare, wie das funktioniert. Da können wir uns dann gegenseitig ein bisschen helfen. Allerdings bitte beachtet auch, wann dieses Video released ist. Nicht, dass ihr 2019 auf dieses Video stoßt und sagt, ja, bist du denn doof, das steht doch unten links. Dabei ist das Video schon wieder ein ganzes Jahr alt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, euer Cube. Sollten noch Fragen sein zu Steuerung, vielleicht was Fahrzeuge oder so angeht, was für mich eigentlich alles relativ klar ist, schreibt das einfach unten in die Kommentare. Abonniert diesen Kanal kostenlos, damit ihr nichts mehr verpasst. Solltet ihr das gut finden, was ich hier mache, gebt einen Daumen nach oben. Bis dahin und ciao. So, Freunde, ich würde sagen, wir spielen die Runde noch ein bisschen. Wenn Fragen offen geblieben sind mit irgendwelchen Steuerungseinheiten,